ich an Ernst Ludwig Kirchner denke, denke ich an urbane Straßenszenen auf der einen Seite, aber auch an Berglandschaften auf der anderen Seite. Ich denke an den deutschen Expressionismus und ich denke an andere Kulturen. Ich denke an andere Objekte, ich denke an Menschen, ich denke an Körperkultur, ich denke an freie Körperkultur, ich denke an unterschiedliche Reformbewegungen und ich denke aber auch an eine gewisse Traurigkeit, muss ich sagen. Erträumte Reisen zeichnet Kirchners künstlerische Entwicklung und seine lebenslange Suche nach dem Exotischen und Ursprünglichen nach. Entstanden sind farbenprächtige Bilder aus der Fantasie, in denen er fremde Welten erschuf und doch seiner Lebensrealität stets verhaftet blieb. Der Maler hatte nie den Wunsch, in unbekannte Länder zu reisen. Stattdessen verbrachte er seine Sommer an den Moritzburger Seen nahe Dresden oder auf der Ostseeinsel Fehmarn. 1918 zog es ihn ins Schweizer Exil nach Davos. Kirchner war als Kind bereits mit seinen Eltern einmal kurz in der Schweiz und er beschreibt es auch an irgendeiner Stelle mal als das Paradies seiner Kindheit. So hatte also dieses sehr Positive schon ganz früh mitbekommen, also die positive Assoziation mit der Schweiz. Und ist dann aber, hat den klassischen Weg gegangen, erstmal über ein Architekturstudium. Dann hat er ja in Dresden gelebt und ist dann sozusagen mit den Brücke-Künstlern an die Moritzburger Teiche gegangen, wo sie dann diesen freien Lebensstil, dieses vermeintlich archaische gefunden haben in einer sehr spielerischen Art und Weise, über das Bumerangwerfen oder das Nacktbaden, haben dann dort skizziert, haben wirklich dort auch den freien Strich gefunden. Und von dort ist er ja dann nach Berlin gegangen. Und das war eine ganz große Zäsur, denn Kirchner hat, der hat dieses städtische Leben gesucht, er hat den Austausch gesucht, er hat sich da in der Bohemienne eigentlich sehr wohl gefühlt. Der Austausch mit anderen Künstlern, das Kabarett. Wir wissen ja auch, dass er ganz interessiert daran war, in diese Clubs zu gehen. Die Musik hat eine große Rolle gespielt. Und hat aber gleichzeitig in seinen Ateliers ja genau das Gegenteil gemacht. Also wir haben auf der einen Seite den Wunsch, in einem sehr urbanen Umfeld zu leben. Und Berlin war zu dieser Zeit wahrscheinlich die aufregendste Stadt in Europa. Da ist alles passiert. Und gleichzeitig hat er sich so exotische Enklaven in seinen Berliner Studios gebaut, die ja inspiriert waren von einer ganz anderen Kultur, ne? Die so Rückzugsorte waren und die auch ein Gegenentwurf waren zu dieser Bürgerlichkeit. Das war natürlich das Gedankengut, das um 1900 durch ganz Europa geisterte, das Gedankengut eben von Friedrich Nietzsche, dessen emanzipatorisch-vitalistisches Gedankengut prägte eine ganze Gesellschaft und befreite sie auch tatsächlich. Und die Lebensreform ist ja ohne den Nietzsche gar nicht möglich, mit allen Konsequenzen, FKK und so weiter, deswegen auch sehr freizügig alles. Man muss sich mal Folgendes vorstellen. Die Brücke-Künstler wechselten sicher viele dieser 10-Pfennig-Germania-Postkarten. Die hatte man hier in der Tasche, schrieb die Adresse drauf, auf die andere Seite schrieb man was, das war das damalige E-Mail. Am nächsten Morgen war das von München in Berlin, nicht? Und die schrieben aber auf diese Rückseite meistens nichts, sondern malten darauf, zum Beispiel jede Menge Akte. Diese Postkarten wurden 1910 von der Kaiserlichen Post anstandslos befördert und abgestempelt. Das sind sozusagen amtlich abgestempelte Zeugnisse einer ganz großen Freiheit. Noch in den 50er Jahren, ich kann mich erinnern, haben sich deutsche Postbeamte geweigert, Pakete von Beate Uhse auszutragen, auf denen nur der Absender Beate Uhse vermerkt war. Die hat dann ihre Pakete ohne Absender verschickt und. In Berlin fand Ernst Ludwig Kirchner das urbane Leben, im Sommer auf Fehmarn die Ursprünglichkeit der Natur. Musik.
Kirchner ist dann tatsächlich aus Berlin nach Fehmarn gegangen, hat dort auf Fehmarn nochmal die Natur wiederentdeckt und muss sich das so vorstellen, dass er da mit seiner Freundin und mit Schülern und befreundeten Künstlern täglich sozusagen in die Dünen gezogen ist und hat dort nochmal das wiederholt, was in Moritzburg ja eigentlich auch schon passiert ist, nämlich das Malen in der Natur, ne, und als künstlerischer Prozess. Ganz viele Künstlergruppen. Es gab Wopswede, es gab ja auch das Bauhaus. Das heißt, um die Jahrhundertwende war auch ein gesellschaftliches Interesse daran und es hat sich so eine Strömung entwickelt, dass Künstler mit Hilfe von Manifesten oder einfach so mit einer Verschriftlichung auch versucht haben, eine neue Malerei zu begründen, die natürlich auch ein Spiegel der Zeit war. Es war die Zeit der Kolonialisierung, sind sehr viele Eindrücke aus den Kolonialländern zurückgekommen. Es sind natürlich dann auch Objekte auf den verschiedensten Wegen, zum Teil gekauft, aber natürlich auch ganz klar Raubkunst, in die Museen gekommen über private Sammler. Also Kirchner hatte auch Bekanntschaften in Dresden zu Sammlern, die ihm auch Sachen gezeigt haben, eben zum Beispiel aus Afrika. Und dann aber natürlich hat er das auch übertragen in seine Atelierdekoration. Man hat die Vorhänge bemalt, er hat sich von den Palau-Balken aus Polynesien inspirieren lassen oder er hat bestimmte Sachen wie Hocker oder Figuren selber dann erschaffen in einer Art afrikanischem Stil. Also er hat im Grunde das kopiert, was er gesehen hat. Er hat sich da auch ganz unreflektiert bedient. Er hat sich da auch nicht so sehr für die Geschichte interessiert, die dahinter stand. Er ist in einer Zeit aktiv gewesen in der Kunst, als es natürlich schon 20 Jahre ein koloniales Regime und koloniales Regierungssystem und Kolonien gab. Und natürlich prägte ihn das selbst, ob er es gewusst hat oder nicht, das gilt es vielleicht noch zu erforschen. Er hat es aber auch insofern, anders als Nolde beispielsweise, ist er ja nicht in die Kolonien gereist, sondern das, was wir in seinen Bildern sehen, ist das, was er aus der damaligen deutschen Gesellschaft wahrgenommen hat, was er rezipiert hat, die Menschen, die er begegnet ist. Und das finde ich jetzt ein entscheidender Punkt, auch wie wir durch die Werke, durch Kirchners Werke eben auch nochmal deutsche Geschichte neu schreiben können, vielleicht aus einer postkolonialen, postfeministischen Perspektive vor allem betrachtet, wie er schwarze Frauen gesehen hat, wie er sie abgebildet hat, ist die gleiche Art, wie wir heute immer noch gesehen und abgebildet werden. Also da hat sich ja nichts verändert. Da bestätigt sich ja also die These, dass wir in einer andauernden Kolonialität stecken. Also aus postkolonialer Perspektive ist Kolonialismus natürlich auf der einen Seite ein Macht- und Regierungsherrschaftssystem gewesen, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Erkenntnis- und Repräsentationssystem gewesen. Und dies zeigt sich eben in seinen Bildern sehr klar. Der letzte Sommer auf Fehmarn im Jahr 1914 war getrübt, denn die Zeichen standen auf Krieg. Kirchner musste sehr abrupt und auch sehr unwillentlich von Fehmarn zurück nach Berlin 1914, wurde dann auch noch mal verhaftet auf dem Weg und als Spion verdächtigt, was er ja gar nicht toll fand, was ihm nicht gefallen hat, und ist dann von Berlin dann in diese Vorkriegswelt eingetaucht und das Militärische. Und er spricht auch von dieser Maskenhaftigkeit dieser Zeit, ne, von dieser Kriegslust. Und das hat sich dann auch für ihn relativ schnell herausgestellt, dass das Militär eigentlich kein Ort ist, wo er hingehört. Die Entlassung aus dem Militär war eigentlich nur möglich mit einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Ab Ende 1915 folgte ein Sanatoriumsaufenthalt dem nächsten. Erst im Taunus, später in Berlin, Davos und am Bodensee. Doch trotz der gesundheitlichen Krise waren die Jahre eine künstlerisch kreative Zeit.
In Berlin riet der befreundete Philosoph Eberhard Griesebach, sich in Davos in die Obhut des Lungenarztes Lucius Spengler zu begeben. Kirchner nahm den Vorschlag mit Freuden an und brach am 15. Januar 1917 nach Davos auf, mit der Hoffnung auf einen positiven Einfluss der Natur und der Bergluft. Der schwerkranke Maler sollte nach einem weiteren Klinikaufenthalt am Bodensee ab Mitte 1918 für immer in Davos bleiben. Anfangs schien die Staffelalp, eine Walsersiedlung auf 1900 Metern Höhe oberhalb von Davos, perfekt für eine Genesung. Dafür sorgten Dr. Spengler, aber mehr noch dessen Frau Helene. Für den Winter nach der Alpzeit mietete sich Kirchner das Haus in den Lerchen in Davos Frauenkirch, wo er bis zum Herbst 1923 bleibt. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe wurden er und seine Lebensgefährtin Erna mit dem Wildbodenhaus am Anfang des Sertigtals fündig. In den späten 20er Jahren betritt Kirchner mit dem von ihm getauften neuen Stil malerisches Neuland, indem er seine Bilder einer vollkommenen Flächigkeit unterwirft und seinen expressiven Stil nun vollends aufgibt. Inspiration bot die Zusammenarbeit mit der Weberin Lise Guyer und das elektrische Licht der deutschen Großstädte, die er 1925/26 noch einmal besuchte. Und letztlich ist er hier gestorben, hat sich hier leider selber das Leben genommen. Das war für Kirchner sehr schwer zu ertragen. Wurde ja verfemt von den Nationalsozialisten. Er war in der Ausstellung Entartete Kunst zu sehen. Das war für ihn eine ganz große Kränkung, als einer der wichtigen deutschen Künstler so missachtet zu werden, so beleidigt zu werden, und hat das auch nicht wirklich verwunden. Und hat gleichzeitig dann natürlich, war auch aufgrund einer Drogensucht und eines harten Entzuges, hat versucht, auch vom Morphium wieder runterzukommen, auch diese Paranoia entwickelt, dass die Nationalsozialisten ja eigentlich auch nach Davos kommen könnten. Kirchner hat die Skulpturen, die er in seine Häuser gebaut hat, die ja auch Teil seines Ausdrucks waren, weil er das Wohnatelier ja wieder hier, wie auch schon in Berlin, neu aufgebaut hat. Auch hier wieder die Dekoration, ne? Diese exotische Enklave, die er sich hier aufgebaut hat, und hat das aber von außen dann wieder weggemacht, aus Angst, dass er eben als der verfilmte deutsche Künstler erkannt wird. Und in einer sehr tragischen Nacht 1938 hat er erst versucht, seine Partnerin Erna Schilling zum Selbstmord zu überreden, und ist dann aber alleine losgezogen und hat sich ins Herz geschossen. Wenn man Kirchner sieht, dann lässt einen das nicht unberührt. Das gilt für alle Werke fast, die er geschaffen hat. Die Werke sind sehr human letztendlich geworden und hat eine ungemeine Dynamik in seiner Malerei. Und wir haben viele Bewegungen gesehen. Wir haben die neue Wirden in den 70er, 80er Jahren gesehen in Deutschland. Wir haben Neo-Expressionismus gesehen. Und das hat alles davon gezeugt, inwiefern Kirchner letztendlich eine deutsche Ikone geworden ist. Und nicht nur in Deutschland letztendlich, auch in den Vereinigten Staaten und an vielen anderen Orten wird Kirchner als die Ikone des Expressionismus gezeichnet. Er ist der Grundleger gemeinsam mit Haeckel und mit den anderen des Dresdner Expressionismus, hat aber als größte von denen letztendlich richtig überlebt und hat die Kunst nach ihm geprägt.